Mrs. Barclay? Ja, und das ist meine Tochter Audra. Hallo. Hallo, und mein Name ist Birch. Schön, dass Sie da sind. Ich habe da drin 3 Gefangene für Sie. Nur 3? Mehr hat der Gefängnisdirektor nicht bewilligt. Fangen Sie sofort an zu arbeiten? Ich finde... Nein, nein, Sie sollten sich erst ausruhen. Morgen um 7 können Sie mit der Arbeit dann anfangen. Wir bringen Sie in der Baracke unter. Also, der sicherste Platz für diese Kerle ist da, wo Sie gerade sind, im Wagen. Über Nacht? Da kriegen Sie doch kaum Luft, entsetzlich. Sie sind hier zum Pfirsichpflücken angefordert worden. Frische Luft kriegen Sie, wenn Sie arbeiten. Ich würde nicht mal ein Tier in dem Wagen einsperren, Mr. Birch. Ganz wie Sie wünschen, Ma'am. Allerdings glaube ich nicht, dass Ihre Leute gerne in einem Raum mit Sträflingen schlafen. Die Männer sind noch draußen auf den Weiden. Die Baracke ist unbelegt. Würden Sie jetzt bitte endlich die Gefangenen aus dem Wagen befreien? Ja, Ma'am. Weg von der Tür! Kommt jetzt raus! Los, beweg dich schon und glotz nicht so. Was ist denn, Mien? Worauf wartest du? Na, du machst schon. Ja, meinst du, abschauen. Er ist der Schlimmste von allen. Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Solche Halunken müssen wie wilde Tiere behandelt werden. Wenn man sie aus dem Käfig rauslässt, muss man auf alles gefasst sein. Fassen Sie mich nicht an. Und versuch's. Probier's mal. Das ist gut. Schmeckt wirklich gut. Probier's. Versuch's doch mal. Bitte. Ihr scheint ein kleines Problem zu haben. Jared. Wieso bist du schon wieder hier? Ich dachte, du wolltest noch eine Woche länger in Sacramento bleiben. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber ich musste zurück nach Stockton, um im Gericht ein paar Akten einzusehen. Wird wohl ein paar Tage hier bleiben. Was ist mit dem Fohlen? Wir versuchen es dazu zu bringen, dass es trinkt. Die Stute lässt es nicht dran. Überhaupt nicht? Sie schlägt immer aus, wenn es ihr zu nahe kommt. In ein paar Tagen hat sie sich vielleicht daran gewöhnt. In der Küche ist noch etwas Fleisch. Hast du schon gegessen? Nein, und ich habe einen Bärenhunger. Na prima, ich mache dir was fertig. Ach, übrigens, was hat der Gefängniswagen draußen zu bedeuten? Ach ja, also von unseren Leuten ist leider einer an Typhus erkrankt. Und da mussten alle sofort nach Calistoga in Quarantäne. In Quarantäne? Nick und Heath auch? Ja, und sie kommen erst in einer Woche frühestens zurück. Was für uns natürlich ein kleines Problem bedeutet. Die Pfirsiche müssen dringend gepflückt werden und es ist niemand hier. Und da liegt es doch eigentlich nahe, ein paar Sträflinge aus dem Gefängnis kommen zu lassen. Du hast Sträflinge eingestellt? Sie sind seit heute da. Du bist doch nicht dagegen, oder?
Nein, nein, bin ich nicht. Nur finde ich es nicht gut, wenn ihr so lange allein seid. Ach, Sherrod, vergiss doch die dummen Vorurteile, dass man Sträflingen nicht trauen kann, dass sie wie wilde Tiere behandelt werden müssen. Das ist auch der Grund, warum wir für die Reform der Gefängnisse sind. Wir denken anders darüber. Das habe ich doch nicht gemeint. Nein? Nächsten Monat wollen wir bei Gericht einen Schriftsatz einreichen und versuchen, verbesserte Haftbedingungen durchzusetzen. Und wenn wir das tun, sollten wir mehr als nur theoretische Argumente aus der Tasche ziehen. Wir könnten Ihnen sagen, dass wir bereits mit Gefangenen zu tun gehabt haben und Ihnen unsere Erfahrungen mitteilen. Und dafür allein schon würde sich dieses Experiment lohnen. Dass wir dem Gericht erzählen könnten, wie dankbar es die Gefangenen aufnehmen, wenn man sie fair behandelt und ihnen vertraut. Und jetzt mache ich dir das Essen. Weißt du, manchmal denke ich, sie wäre der beste Anwalt in der Familie. Da könntest du recht haben. Wo sind die Männer untergebracht? In der Baracke. Ich bin Jared Barkley. Mr. Barkley, ich heiße Birch. Sind Sie der Barkley, der Vorsitzende von dem Ausschuss war, der die Gefängnisse inspiziert hat? Ja, das stimmt. Darf ich Ihnen mal ganz ehrlich was sagen, Mr. Barkley? Ich finde, dass ihr Leute hier draußen nicht die geringste Ahnung von Sträflingen habt. Ich meine vor allem die Sache mit dem Hafturlaub. Das kann nicht funktionieren. Was macht Sie da so sicher? Kriminelle ändern sich nicht, Mr. Barkley, genauso wenig wie ein wildes Tier sich ändert. Da bin ich anderer Meinung, Mr. Birch. So. Also, los, auf, benimm dich Mr. Barkley gegenüber. Übertreiben Sie nicht, lassen Sie die Männer doch liegen. Ganz wie Sie meinen, aber Sie werden Ihre Gutmütigkeit noch bereuen. Ich stelle sie Ihnen mal vor. Jamie States. Sitzt wegen Vergewaltigung und Körperverletzung. Jack Dobbs hat in Benicia einen Farmer mit dem Messer bedroht und ihn schließlich umgebracht. Damien? Raubüberfall. Für mich ist er der Schlimmste von allen. Die sind angefordert worden, um Pfirsiche zu pflücken. Das hat man euch sicher schon gesagt. Ohne Erlaubnis dürfen die nicht reden, Mr. Barkley. Auf die Weise hält man sie besser in Schach. Das mag ja im Gefängnis sein, Mr. Birch, aber nicht hier. Ich darf die Anordnung des Direktors nicht ändern, Mr. Barkley. Hiermit gebe ich Ihnen die Erlaubnis. Soweit ich weiß, sind Sie, solange Sie auf der Ranch sind, mir unterstellt. Ich übernehme die Verantwortung. Hoffentlich werden Sie es nicht bereuen, Mr. Barkley. Ich möchte, dass ihr Bescheid wisst. Solange ihr auf meiner Ranch seid, könnt ihr frei reden. Genau wie die anderen Arbeiter. Und außerdem müsst ihr noch wissen, dass Pfirsichpflücken nicht so einfach ist, wie man vielleicht denkt. Die Ranch ist für drei Dinge bekannt. Gute Verpflegung, saubere Betten und anständige Behandlung. Noch Fragen? In Ordnung. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr hier sein, wenn Sie morgen früh aufbrechen, Mr. Birch. Sollten Sie irgendwas brauchen oder haben wollen, wenden Sie sich bitte an Mrs. Barkley. Das werde ich tun. Thank you.
Wohin starrst du denn? Aufs Haus. Ganz oben brennt Licht. Ich wette, dass die kleine Ordo hinter dem Fenster ist. Sie sitzt jetzt bestimmt vor dem Spiegel. Bürstet ihr Haar. Kämmt ihr Haar, kämmt und kämmt und kämmt. Halt die Klappe! Weißt du, wenn ich in dem Zimmer wäre, dann würde ich mich ganz leise von hinten ranschleichen und meine Hände vorsichtig auf ihre Schulter legen. Und sie würde sie im Spiegel sehen. Und ich könnte ihr Parfüm an ihrem Hals riechen. Und würde anfangen, ihr Haar zu streicheln, ganz langsam. I bring my face down close to hers. And then, and she'd scream. Sure she would. And I'd take that yellow hair, and I'd wrap it round her neck and pull it tight. Oh, that would be nice. Oh, so nice. Du, lass deine Finger von dem Mädchen, hörst du? Ich hab was vor. Komm mir ja nicht in die Quere. Was hast du vor? Dieser Barclay, das ist auch so ein Reformer wie seine Mutter. Sie haben was gegen Ketten, Auspeitschen und Foltern. Dann ist es doch ganz leicht. Wenn das hier solche Weichmänner sind, kann ich doch ganz einfach was arrangieren. Besonders auf einer Pfirsichplantage. Damien, machst du dabei mit, ha? Ich weiß nur, dass ich nicht mehr zurück will. Also los, rein in die Kiste. Guten Morgen. Morgen, Mann. Wir sind bereit, Mann. Gut, ich hole mein Pferd und zeige Ihnen dann die Plantage. Sie? Ja, ich. Hier, Mrs. Barclay. Schön, Silas. Stell es auf den Wagen, bitte. Ja. Silas kocht einen hervorragenden Eintopf. Den kann keiner widerstehen. Seht euch diesen dressierten Affen an. Hier gibt's keinen dressierten Affen, mein Lieber. Außer du meinst einen, der für sein Geld arbeitet. Also los, haltet keine Maul auf den Pfeil. Ab in den Käfig. Na los, beweg dich. Hände runter, ihr Dreckskerle! Wollen Sie Ihnen da irgendwas sagen, bevor Sie mit der Arbeit anfangen? Mir fällt gerade ein, ich weiß noch nicht mal, wie Sie heißen. Antwortet gefälligst, seid ihr taub? Die Lady fragt nach eurem Namen. Jack Dobbs, Ma'am. Jack Dobbs. Und Sie sind? Ich bin Jamie Stats. Jamie Stats. Und wie heißen Sie? Damien. Damien? Ein interessanter Name, Damien. Wie der Ausgestoßene. Wissen Sie was über Pfirsiche, Damien? Weiß nur, dass man die Steine ausspricht. Pass auf, was du sagst! Mr. Birch, wenn der Wagen geladen ist, lassen Sie ihn bitte zum Vorratsschuppen an der Westseite bringen. Ja, Ma'am. Kann einer von euch mit dem Gespann fahren? Ich nicht. Hab noch nie ein Gespann gefahren. Ich auch nicht. Darf ich Ihre Hände sehen, Damien? Zeigen Sie sie mir. Solche Schwielen und so eine Hornhaut bekommt einer nur, na? Vom Zügel halten. Ich kann nicht fahren. Soll es doch Ihr dressierter Affe tun. Du musst aufpassen, was du sagst, Scheißer! Ist schon gut, Mr. Birch. Ich fahre selbst. Wir sehen uns heute Nachmittag.
Na los, ihr habt jetzt hier lang genug rumgestanden. Nehmt jetzt die Körbe und fangt an, Pfirsiche zu pflücken. Brauchst du eine extra Einladung? Auch einen Schluck Wasser? Ja, Mann, aber erst, wenn der Wagen voll ist. Also los. Schau mal, was ich gefunden habe. Einen tollen Pilz. Hab schon lange keinen gegessen. Nein. Hey, warum denn nicht? Das ist ein Satanspilz. Der ist furchtbar giftig. Giftig? Bist du sicher? Mhm. Gut, dass du es gemerkt hast. Vielleicht wäre ich jetzt tot. Nein, so schnell geht das nicht. Aber dir wäre so übel, dass du am liebsten tot wärst. Hey, ihr Faultier, hört mit dem Gequatsche auf und geht an eure Arbeit. Setzt euch so hin, dass ich euch alle im Auge behalte. Was ist denn hier los? Ihr habt mir was ins Essen getan. Ihr habt versucht, mich zu vergiften. Wer war das? Du? Antworte! Ich schwöre, ich find's raus. Aufstehen! Steht auf, verdammt nochmal! In den Wagen! Ich warne euch. Damien hat den Giftpilz in den Eintopf getan. Rein in die Karre. Und weg von der Tür. Thank you.
Wie haben Sie das geschafft? Birch frisst zu viel. Von Herzen Dank. Damien, ich würde nicht zögern, abzudrücken. Na los doch. Lieber tot als diese Ketten. Damien, sehr viele Menschen setzen sich für die Abschaffung dieser Ketten ein. Sie wollen den Gefangenen zu mehr Freiheit verhelfen. Kommen Sie mit mir zurück. Ich werde alles für Sie tun. Nur schöne Worte. Ihresgleichen macht gern schöne Worte. Aber es steckt nichts dahinter. Gar nichts. Der nächste Schuss geht in Ihr Bein. Freiheit. Aus dem Weg. Sie rühren ihn nicht mehr an. Er kriegt seine Strafe. Er hat versucht, mich zu vergiften. Nicht, solange ich hier stehe. Machen Sie, dass sie wegkommen, Miss. Was ist hier los, Birch? Dieses Schlitzohr hat versucht, mich zu vergiften. Schneiden Sie ihn los. Aber, Mr. Bundy... Sie sollen ihn losschneiden. Wie Sie meinen. Der wird Sie nicht danken. Ich warne Sie. Hol etwas Wasser. Ich hole Salbe. Hier, Jared. Was starrt ihr so? Haut euch aufs Ohr. Ich brauche keine Hilfe. So schnell kriegst du mich nicht klein. Ich habe Ihnen ja gesagt, er wird Sie nicht danken. Jared, was ist denn? Hast du die Tätowierung gesehen? Er ist ein Buffalo-Soldat gewesen, 9. Kavallerie, die gehörte zu meinem Regiment. Beistand, Barmherzigkeit, Brüderlichkeit. So lautete der Wahlspruch unseres Regiments. Einem Kameraden jederzeit beistehen, wo auch immer. Und um jeden Preis. Thank you.
Willst du den ganzen Tag da sitzen bleiben, bring das Pferd rein. Es hat eine offene Wunde an der Vorderhand, die muss gesäubert werden. Ich dachte, du kennst dich mit Pferden nicht aus. Aber das sieht man doch sofort. Du hast wohl deine Lektion noch nicht gelernt, du Pfeife, hm? Oder glaubst du etwa, dass die Leute hier auf dieser Farm dich beschützen werden? Denk aber immer daran, dass wir hier nicht ewig bleiben. Nächste Woche sind wir wieder im Gefängnis. Und da wirst du merken, dass das Auspeitschen nur der Anfang war. Ich werde dich, Halunken, schon noch klein kriegen. Und nun steh auf, sonst mache ich dir Beine. Das, Damien? Ein Umschlag mit Erde ist immer gut, wenn man nichts anderes hat. Das ist ja gut zu wissen. Nun, komm schon. Ganz ruhig. Damien? Können Sie meinem Fohlen helfen? Es frisst nicht mehr. Hat es keine Mutter? Doch, aber die lässt es nicht trinken. Ich habe schon alles versucht. Die Flasche, Getreidebrei, es rührt nichts an. Was treibst du hier noch? Raus mit dir! Da kann ich Ihnen nicht helfen. Ab mit dir, beweg dich! Das war sehr schön, Jimmy. Du spielst gut. Limonade. Danke, Ma'am. Sie? Sieht verführerisch aus, Ma'am. Ich mag keine Limonade. Damien? Haben Sie die gemacht? Mhm. Schon lange keine mehr getrunken. Mein Sohn hat mir erzählt, dass Sie ein Buffalo-Soldat sind. Er hat die Tätowierung auf Ihrem Arm gesehen. Was weiß er denn über Buffalo-Soldaten? Er war im Krieg Kommandant der 9. Kavallerie, einem Teil von Ihrem Regiment. Hat er erzählt, warum die Indianer uns so genannt haben? Weil wir sie an wild gewordene Büffel erinnert haben. Unaufhaltsame Büffel. Was hat Ihr feiner Sohn denn als Kommandant über uns gesagt? Dass Sie die tapfersten und besten Männer waren, die er je gekannt hat. Die Tätowierung hat nichts zu bedeuten. Das ist schon sehr lange her. Aber ganz sicher verstehen Sie viel von Pferden. Vielleicht. Wozu ist das noch wichtig? Damien, Sie haben doch Audras Fohlen gesehen. Wenn es nicht bald trinkt und frisst, geht es ein.
Haben Sie nicht vielleicht eine Idee, wie man ihm helfen könnte? Wieso sollte ich? Weil für einen Buffalo-Soldaten ein gutes Pferd etwas ganz Wertvolles ist, wissen Sie? Ja, und dieses Fohlen hat alle Anlagen dazu. Ich bin kein Buffalo-Soldat mehr. Ach nein? Aber heute Nachmittag sah das ganz anders aus. Versuchen Sie nicht, mich reinzulegen. Zeigen Sie mal Ihren Rücken. Ist schon okay. Zeigen Sie mir Ihren Rücken. Die Wunden sind wieder aufgebrochen. Sie hätten heute nicht arbeiten dürfen. Sie gehen erst wieder zur Arbeit, wenn alles verheilt ist. Mein Rücken fürs Fohlen. Ist es so, Lady? Sie wollen mit mir handeln. Ob Sie mir nun helfen oder nicht, aber Sie gehen erst wieder zurück auf die Plantage, wenn alle Striemen restlos verheilt sind. Sie haben eine große Ranch. Mit sehr vielen Pferden drauf. Wieso hat Audra besonders dieses Fohlen so gern? Schon als kleines Mädchen haben Audra nur Pferde interessiert. Und mit 12 Jahren hat sie schon Zuchthengste vorgeführt. Ihnen brauche ich das nicht zu erklären, Damien, dass es da nicht so verwunderlich ist, dass man ein bestimmtes Pferd besonders ins Herz schließt. Für Audra ist es eben dieses Fohlen. Bitte helfen Sie ihr, dass es am Leben bleibt. Vielleicht haben wir Glück und du kriegst was zum Frühstück. Ruhig, ganz ruhig. Sei lieb. Komm, komm. Lassen. In diesem Zustand ist sie unberechenbar. Sie dürfen da nicht reingehen. Was soll ich denn machen, dass sie ihn trinken lässt? Bauen Sie eine Box. Dann muss sie ihn ranlassen. Wie? Ich werde es Ihnen zeigen. Mrs. Barkley, schon vom ersten Tag an ignorieren Sie all meine Warnungen.
Und ich wiederhole es jetzt, solange ich dafür verantwortlich bin, lasse ich den Halunk nicht ohne Ketten laufen und wenn sie sich auf den Kopf stellt. Also wenn er an einen Pfosten gekettet ist, kann er schlecht eine Box bauen. Na, dann lässt das eben bleiben. Nur unter strenger Bewachung, haut er ab, verliere ich den Job. Egal, ob Sie daran schuld sind. Schon gut, schon gut. Ich sehe das ja ein. Ich habe die ganze Zeit ein Gewehr auf ihn gerichtet, während er arbeitet. Es ist soweit. Jetzt können Sie ihn rausbringen. Nun kann sie sich nicht wehren. Und der Kleine kann trinken, bis er platzt. Man muss es ihm nur zeigen. Also führen wir ihn mal ran. Nur Mut, Junge. Sauf dich voll. Ruhig, ruhig, Mädchen. Na komm schon. Komm, schön ruhig. Ja, so ist's brav. Stillhalten. Ganz ruhig, nicht aufregen. Ist ja gut. So ist's schön. Es funktioniert, er trinkt. Er wird es schaffen, Damien. Ja. Ja, bestimmt. Vom Gitter. Kommt raus. Dem Kumpel da geht's wesentlich besser als dir, Birch. Das schöne Kind ist doch was anderes als die ewigen Pfirsiche. Als Maul spann die Pferde aus. Auch feste Nahrung zu sich, dank Damien. Ja, das sehe ich. Brav, geh rein. Was haben Sie ihm gegeben? Hühnerfutter mit Milch. Ich glaube, darauf wäre noch nicht mal mein Bruder Nick gekommen. Ach, Audra, da wir gerade vom Futtern sprechen, sag doch Mutter Bescheid, dass ich mindestens so einen großen Hunger habe wie der kleine Kerl da. Mach ich. Dieses Fohlen bedeutet Audra sehr viel, Damien. Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür. Deshalb sind Sie doch nicht hergekommen. Nein, aber deswegen auch. Morgen früh fahre ich nach Sacramento. Ich habe vor, dort mit der Gefängnisverwaltung zu reden und einen Hafturlaub für Gefangene durchzusetzen. Wenn alles gut geht, wird Ihr Fall sicher als erster gehört. Nur wegen ihm? Nein, nicht deswegen. Wie heißt es doch so schön? Beistand, Barmherzigkeit, Brüderlichkeit. Ich habe das Gefühl, Sie glauben immer noch daran. Sie sehen mich falsch. Ich wurde unehrenhaft entlassen. Ein aufgeblasener junger Lieutenant hat sich indianische Gefangene für seine Schießübungen vorgenommen. Selbst Frauen. Ich habe dem ein Ende gesetzt, dafür gesorgt, dass er aufhört. 10 Jahre meines Lebens habe ich ihnen gedient. Und dann haben sie mich aus der Armee rausgeworfen.
Wollen Sie es immer noch? Mit der Anhörung für meinen Hafturlaub versuchen. Entschiedener als zuvor. Gute Nacht, Damien. Du kriegst keine Anhörung wegen Hafturlaub. Das werde ich zu verhindern wissen. Los, spann die Pferde an. Du auch. Du kommst heute mit uns raus. Wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Gestern Abend ging es ihm noch gut. Klar, und danach hast du ihn gefüttert. Mit Giftpilzen. Immer noch die gleiche Masche, hm? Worauf wollen Sie hinaus? Ich kann dir nur sagen, diesmal kommst du nicht ungeschoren davon. Ich war das nicht. Das wissen Sie. Wer denn sonst? Du warst als Letzter hier drin. Du hast ihn gefüttert. Nein. Sie waren es. Ich weiß nicht wann, aber Sie waren der Letzte. Also auf die Art wollen Sie mir den Hals brechen. Indem Sie mir den Tod des Fohlens in die Schuhe schieben wollen. Das werden Sie büßen, Birch. Damien, nein! Das will er doch nur! Halt dich da raus! Was ist hier los? Ihr Freund hat ihm vorhin Giftpilze gegeben und es damit umgebracht. Das ist gelogen! Rühren Sie sich nicht vom Fleck! Sie und die blonde Kleine! Jamie, hol die Schlüssel aus seiner Tasche und schließ unsere Ketten auf. Ihr beide sattelt dann die Pferde. Wir verschwinden von hier. Nehmen wir die mit? Natürlich. Die belasten uns nur. Lassen wir sie hier. Die brauchen wir als Geisel. Ja, die können uns bestimmt noch nützlich sein. Besonders das Blondchen hier. Lass sie in Ruhe, Jamie. Also los, sattelt die Pferde. Damien, Birch ist tot. Und wir sind Sträflinge. Dem Richter ist es egal, wer es war. Damien! Denken Sie daran, dass Sie vielleicht gezwungen sind, auch uns zu töten. Ihr sollt die Pferde satteln. Verlust, Alter, wissen Sie noch.
Jetzt muss ich mich verabschieden. Nicht für lange, Damien. Leider können Sie der Gefängnisleitung nur von Schwierigkeiten berichten. Nicht nur. Von Ihnen können wir sehr viel Gutes erzählen. Werden die meinen Fall prüfen? Davon bin ich überzeugt. Viel Glück, Damien. Mrs. Barkley. Sie werden vielleicht den Hafturlaub nicht durchsetzen können. Aber es ist gut zu wissen, dass es Menschen wie Sie gibt, die sich um einen kümmern. Das mit dem Fohlen tut mir leid. Ich weiß, Damien. Wenn Sie wieder da sind, können Sie mir helfen, ein neues großzuziehen.